Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Road of Eden. Nee, Road to Eden, sorry. Falscher Titel. Ja, nach unserem letzten Fauxpas, weiß gar nicht, wo der Bär jetzt ist, sind wir hier gelandet. Ich komme jetzt einfach nicht an meinen Loot ran. Scheiß drauf, ganz ehrlich. Ich loote jetzt hier eine Runde und dann gucken wir mal, ob wir uns einfach. Es war ja jetzt noch nicht so viel. Wenn man mal ehrlich ist, war das wirklich noch nicht. So viel Stuff. Oh, Mais. Komm hier nicht rein, Mann. So eine Kacke. Dann looten wir das hier erstmal alles kurz. Hier sind keine Gebäude, in die wir eintreten können. Das finde ich sehr schade. Aber gut. Nehme das jetzt so hin. Nehme das mit, was wir hier finden. Und dann werde ich erstmal kurz wieder die Sachen bauen, die wir hatten. Irgendwie. Ein Schlüssel. Quatsch. Moment, was? Schließfachschlüssel. Questgegenstand. Oh mein Gott. Okay. Eigentlich finde ich das hier ganz gut. Warum komme ich da nicht rein? Würde gern hier rein. Was ist das? Luftfilter, Nägel, Kette. Ja, das ist sehr vertrauenserweckend hier. So, Moment. Was haben wir hier? Ein Komposter oder was? Sieht aus wie ein Beet, ne? Als ob man da was reinmachen könnte. So, warte. Jetzt gehen wir mal kurz in die Ausrüstungsgeschichte. Ich würde gerne. Nee, hier. Ich brauche ja einen Knüppel. Habe aber keinen Stöcker. Ich brauche eine Axt. Und ich brauche. Eine Pickaxe wäre auch ziemlich nice. So. Brauche natürlich auch eine Menge zu essen. Dieses grüne Zeug, ich glaube, da müssen wir uns fernhalten von. Hier ist irgendwie gar nichts. Ich komme hier nirgendwo. Oh, Alter. Diese Geräusche. Ah. Okay. Warum bin ich denn so schreckhaft? Generator Kraftstofftank. Ich hätte gern mein Loot wieder, ne? Oh Gott. Also wir haben vorhin so einen Alien-Zombie-Dingsbums hatten wir ja quasi niedergeboxt, ne? Das ist ja gar nicht so verkehrt. Also in der letzten Folge war das. Das fand ich ja eigentlich ganz nice. Wo bin ich überhaupt? Ich will jetzt hier irgendwo rein. Wieso komme ich hier nicht rein? Doof ist. Ich habe ja auch meine Map jetzt nicht mehr. Da vorne läuft einer und ich habe keine Waffe. Kacke. So, warte mal. Wir brauchen jetzt hier einen Stock oder sowas. Auf wenigstens einen Knüppel. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, nochmal von vorne anzufangen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wo ich herkam. Der Bär ist bestimmt hier noch irgendwo. Schraubenschlüssel, nice.
Kann das sein, dass Mist Survival auch so ähnlich war wie das hier? Wieso sind hier keine Stöcke, Mann? Ich brauche unbedingt einen Stock. Okay, die nicht so verrostet aussehen. Diese Autos kann man offensichtlich looten. Ich laufe mal die Straße runter, weil ich glaube, wir kamen. Ach, ich habe ja keine Karte, stimmt. So, pass mal auf. Wir machen jetzt Folgendes. Ich hätte Folgendes machen sollen. Ich hätte wahrscheinlich im Anfangsgebiet einfach bleiben sollen und mir da eine Base hochziehen, oder? Damit ich irgendwie so einen Startpunkt habe. Jetzt habe ich hier irgendwie einen Kackbär in der Nähe, der meinen Loot bewacht. So, wo ich nicht mehr hinkomme, ne? Befürchte ich. Ich komme da nicht mehr hin. Und ich krieg den auch nicht getötet. Die Frage ist, despawnen die Viecher hier auch? Ich würde voll gern meinen Loot wieder haben, Freunde. Da vorne ist er. Hallo? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst, du blöde Sau. Oh, ich hasse den. Was für ein Kackbär. Was zum Teufel? Ich komme nicht an meinen Loot. Menno. Da ist alles drinne. Alles. Warum ist der so kacke? Warte mal. Jetzt laufe ich mal andersrum, ne? Ich gehe mal die andere Straße hoch. Entweder ist er denn wieder da, oder er ist jetzt hier vorne an dem Haus und ich kann in Ruhe mein Loot holen. Mal gucken. Oh Mann, was für ein blödes Vieh. Ehrlich. Will mein Loot haben. Mist, verdammter. Da vorne ist der Loot. Oh Gott. Ich muss aufpassen, dass ich heute nicht wieder überziehe. Come on. Bitte. Come on. Ich laufe andersrum, ne? Tschüss. Ich weiß, ich habe keine Ausdauer, aber ich muss hier kurz weg. Oh, denn diese. Oh, diese Geräusche. Nein, 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 nein. Immer wenn diese Flugzeuge kommen, habe ich das Gefühl, dass irgendwas hinter mir ist. Alter Schwede. So. Ich muss mal ganz kurz hier ausharren. Oh. Wäre voll gut, wenn er einmal speichern würde. Habe ich noch einen Schlafsack? Kann ich noch einen Schlafsack bauen? Hallo, Schlafsack, wo bist du? Ich bin erstmal sehr froh. Ah, hier. Sewing Needle and Thread. Hä, das habe ich doch vorhin bekommen. Wo ist denn das? Ich habe doch vorhin Rucksack auseinandergenommen. Und da war das alles drin, oder nicht? Moment. Wo ist denn... Hä? Leute? Wo
Wo ist denn mein ganzer Stuff jetzt? Ich hatte doch eben alles. Hä, ich habe doch alles geholt eben gerade. Wo ist denn mein ganzer Kram jetzt? Habe ich das Zeug nicht genommen? Oder habe ich noch einen anderen Loot-Sack? Jetzt wird's aber strange hier, ne? Ich habe ja irgendwie gar nichts aufgenommen. Nein. Ich habe das nicht aufgenommen, Freunde. Alter, ich hasse ihn. Kann es sein, dass ich nicht genug Platz hatte? Nein, 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 nein. Please don't. Ist der mit diesem Bären los, Leute? Da ist er. Das kann doch nicht. Hallo, was ist mit dir? Was hat denn der für eine Agro-Range, Mann? Das gibt's doch gar nicht. Das ist. Alter! Ihr blaues Zeug. Der ist immer noch da. Guck. Hasse dich, du Kackvieh. Jetzt geht er wieder zurück zu seinem Spawnpoint. Oder? Morgen, lauf hin, hol dein Loot. Hol dein Loot. Was ist das nur mit diesen Bären, Freunde? Hallo. Okay. Okay, Leute, ich würde sagen, ich starte mal komplett neu. Weil das hier geht mir richtig auf den Brenner. Ihr habt ja gerade gesehen, der Bär war weit hinter uns und war plötzlich wieder am Loot. So, das ist natürlich richtig kacke. Das ist natürlich richtig kacke. Ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde zurück zum Hauptmenü. Hallo, wo ist denn meine Maus hier? Ich werde zum Hauptmenü gehen.
Und wir starten einmal komplett neu rein. Was ist das hier überhaupt? Kann ich einem dedizierten Server beitreten? Road to Eden Server. PvE. Two Stone Eggs. Alright. Wir werden ein neues Solo-Spiel machen. Ich nenne es wieder Lake Sun. Lake Suns. Oh Gott. Huch. Welt. Ganz schöne Kackwelt, wie ich finde. Wir machen wieder doppelte Gegenstandsfülle. Und hier auf 5. Werkzeugverfall beim Handwerken. Ich nehme das mal raus, ja? Reduce XP when killing Mobs. Warum sollte es die XP reduzieren, wenn ich Mobs kille? Das verstehe ich halt. Ich nehme mich mal raus, ja? Beim Totgehen. Okay. Da das überhaupt nicht ausbalanciert ist, werde ich das jetzt mal so machen. Die Night Hordes lassen wir draußen. Ist so schon schwer genug. Longer Infected Respawn Time. Weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll. Ist das jetzt korrekt so? Ist das Kacke? Also ich will kein Werkzeugverfall haben. Zumindest nicht jetzt, ja? Weil wir merken, okay, das ist schon hart irgendwie. Dennoch reparieren und du findest kaum was und hast plötzlich so einen Kackbären die ganze Zeit am Hacken. Also ich muss jetzt halt erstmal herausfinden, ob das jetzt nicht richtig ausbalanciert ist, ob da irgendwelche Bugs drin sind. Es ist ein Early Access, ne? Darf man nicht vergessen, so. Also seit 5 Jahren ist es jetzt ein Early Access, so. Nee, stimmt nicht, seit 3. Ja, und jetzt? Dann nehmen wir halt Lake Suns andere Welt. So. Okay, Spielbeginn. Wir gehen noch mal rein, Leute. Wir gehen noch mal rein. Und starten noch mal ganz vorne. Ich werde auch direkt dort am besten bleiben. Und zwar genau da, wo ich auch schon bauen kann, würde ich dann jetzt auch bauen, wenn das geht. Wir starten direkt vorne. Dass wir uns unsere eigene Hütte machen, weil ich glaube, wir brauchen das. Das ist essentiell. Wir können dann irgendwie looten gehen, uns ein paar Sachen craften. Und wir brauchen ja eine entsprechende Waffe, um diesen Bären zu killen. Da brauchen wir eine Pistole oder ein Gewehr oder irgendwas. Oder wenigstens eine Armbrust zum Beispiel. Der ist ja richtig nervig. Ach, guck mal, hier haben die selber gebaut, oder? Oh mein Gott, was kommt da auf It was uns zu? October 19th, 2020. Ich skippe das, das hatten wir schon. Habt ihr das eben gesehen? Das waren so eine Arachnoiden. Boah, Hilfe. Oh nein. Oh nein. Oh, Schluck Cola, ey. So. Das war ja jetzt nicht so erfolgreich, aber ich habe irgendwie das Bedürfnis, nochmal von vorne anzufangen. Keine Ahnung warum, aber das war jetzt irgendwie gefühlt. Sollte ich da noch nicht hin? Wir versuchen es einfach nochmal, okay? So. Ich glaube, als nächstes würde ich echt Mist Survival testen. Weil ich glaube, das ist mehr ausbalanciert als das hier. So, hier kann ich nichts machen. Ich hoffe, hier kommt jetzt gleich nicht irgendwie so ein Typ schon angeeiert. So. Wir sind ganz am Anfang. Ich nehme das hier. Ich lese alles, was man lesen kann. Let's go. Und das hier. Und ich lese auch das hier. Und das. Und natürlich auch das. Hier. So. Uiuiui. Das? Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt irgendwas bringt, was ich hier gerade tue. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe einmal alles aufgemacht. So, okay. Stock. So, dann machen wir das Auto. Hier ist gar nichts drin. Das ist cool. Oder auch nicht. Das ist gut. Ein Jagdmesser. Das ist gut. Das ist sehr gut, Leute.
richtig coolen Rucksack haben wir vorne. Nischt. Okay. Ich hoffe, ich bin hier noch safe. So, es ist 8:30 morgens. Haben wir hier, hier waren auch Steine und sowas, ne? So, ich gehe jetzt erstmal direkt in dieses Gebäude rein. Beziehungsweise wollte ich kurz gucken, To-Do-Liste. Finde 2 Holzstäbchen, finde etwas zu essen. Okay. 2 Holzstäbchen. Hier. Rums. So, ich baue mir jetzt erstmal was. Und zwar einen Holzknüppel. Let's go. Der bleibt ja jetzt heil, ne? Ich habe das ja so eingestellt. Aber ich glaube, das ist ganz gut. So lernen wir das Spiel kennen. So, dann hätte ich gerne eine Steinpickaxe. Habe ich aber noch nichts. Und wir brauchen diese Flugzeuge. Alter. Stein brauche ich. Brauche einen Stein. Hier. So, jetzt baue ich mir eine Steinaxt. So. Knüppel kommt schon mal nach vorne. Jagdmesser mache ich hier hin. Steinaxt machen wir auf zweite Stelle. Rucksack machen wir hier hin. Gut. Okay. So weit, so gut. Leute, brauchen wir ein bisschen Obst oder sowas. Hier, wir hatten doch hier. Ich werde mal hier so einen Baum holzen, abholzen. Guck mal, sehr schön. Dann gehen wir erstmal in die Häuser, looten alles, was da so ist, okay? Dann suchen wir uns einen Spot. Mal, nice. Den, glaube ich, kann ich auch, ne? Oder? Nö, das ist Deko, okay. Was war das? Ich habe was gehört. Oh Gott, ich will eigentlich gar nicht in die Richtung. Ich gehe wieder zurück. So. Okay. Hier ist eine Bushaltestelle und 2 Häuser. Hier finde ich eigentlich, ich sehe mich hier. Hier sehe ich mich. Hier bleiben wir erstmal. Kann ich das hier kaputt machen? Ja. Damit wohl nicht. Jo, ist hier irgendwas drin, was ich gebrauchen könnte? Eher nicht so, okay. Okay, wir sammeln Bücher. Holztreppe und Straßenfundament. Das heißt, wir müssen sogar die ganzen Rezepte für das, was wir bauen, also auch für die Bau, wenn wir jetzt ein Haus bauen, dass wir dafür auch die Rezepte looten müssen. Habe ich das richtig verstanden? Tischbein. Aha. Damit kann man bestimmt coole Sachen veranstalten mit dem Tischbein. Moment. Das Tischbein. Wie viel Damage? Ist das die Damage? Ja, 60. Und das Teil hat 50. Okay. Tischbein it is. Tischbein besser als das Teil hier. Das Messer hat 55. So, das lernen wir jetzt erstmal. Das lernen wir auch. So. Okay. Nice. So, sind wir schon ein Stück weiter, ne? Okay. Jetzt machen wir hier die ganzen Schubladen. Ich pack alles ein. Junge, jetzt war ich ganz unten. Ganz toll. Ich muss noch auf die vorletzte. Ach nee, doch nicht. So. Ich brauche sehr viel Essen. Banane. Okay. So, hier war ja nichts. Ich weiß nicht, ob man das hier kaputt machen kann.
Guck mal, das geht trotzdem kaputt. Die Werkzeuge gehen trotzdem kaputt. Okay, na gut. Fruchtsack. Sehr gut. So, hier gibt es noch Bücher. Die nehmen wir komplett. So, einmal lernen bitte. Backsteinofen. Lesen. Sehr cool. Holzbearbeitungsbank. Offene Feuerstelle. Auch sehr schön. Zimmermannstation. Okay. Will unbedingt eine eigene Base haben. So, was haben wir hier? Nochmal Steinofen. Ein anderer Steinofen. Offene Feuerstelle hatten wir schon. Und Essenstation. Okay. Okay, alles klar. Holzblöcke, Kartenausschnitt, Stacheldraht. Ketchup, blaue Farbe, Rüben. Das machen wir kaputt. Da ist irgendwas. Was haben wir hier? Glasscherben. Cool. Wollte ich immer schon haben. Senf. Da ist er wieder. Das wichtigste Nahrungsmittel. Senf. Schweiß der Götter. Oh mein Gott. Sonnenbrille. Geil. Her damit. Nehme ich. Ah, hier noch ein nicer Rucksack. Vielleicht ist der besser als der, den wir haben. Was auch immer das jetzt gerade war, I don't know. Ich guck gleich mal. Okay, so, lass mal gucken. Was war das gerade hier? Ein Transformator, Handwerksgegenstand. Hier, kleiner Rucksack. Welcher ist jetzt besser? Der? Oder der? 54,54? Oder 53? Okay, die Frage erübrigt sich gerade. Das ist unser neuer Rucksack. Was ist das hier? Es regnet! Oder, ja... Okay, die Regenanimation ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, hier müssen wir nochmal gucken, aber da wird auch nichts sein. Okay, hier können wir nichts machen. Wir haben Nebel und Regen, das ist natürlich ein Traum. So, und wie kommt man jetzt auf die Dächer rauf? So, erstmal gehe ich hier rein. Liste aktualisiert. Bandage. Sehr gut. Ich wusste doch, wir haben Bandagen. Wir hatten beim letzten Mal auch Bandagen. Keine Ahnung, wo die hin sind. So, wieder lustige Schubladen öffnen. Und wieder eine Karte. Sehr gut. Gib mir alles. So, wenn mich nichts täuscht, dann ist das jetzt die dritte Folge. Ich glaube, die dritte Folge machen wir gerade. Also ich würde ja auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen weitermachen, definitiv. Will ja wissen, wie es hier weitergeht. Hab schon schlimmere Spiele gespielt, so. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir hier erstmal eine eigene Base bauen. Und uns ein bisschen hoch aufrüsten. Stuff sammeln und uns irgendwie verteidigen.
Wir brauchen auf jeden Fall eine Base, wo wir Schränke haben, wo wir den ganzen Kram reinpacken können, wo wir einen Schlafsack haben und wo wir, wenn wir unterwegs sterben, respawnen können. Und wir nehmen immer nur das Nötigste mit. So. Dann haben wir auch nicht so einen großen Verlust, wenn wir irgendwo sterben. Weil jetzt so, das war jetzt nicht so cool. Ich bin einfach losgelaufen und völlig planlos einfach. Deswegen auch nochmal neu angefangen, weil ich das einfach sinnvoll fand. Kann ich das hier irgendwie? Nö? Wohl nicht. Schade. So, dann werde ich mal hier noch ein bisschen looten. Nee, halt. Wir haben auf jeden Fall wieder nicen Stuff jetzt. Und das gilt es jetzt auch zu sichern, Leute. Hier die Überlebensnotiz. Haben wir neue Aufgaben. Hier ist noch ein fetter Schrank. Oh. Warte, wir ziehen uns gleich mal an. Das machen wir jetzt noch fertig kurz. So lange muss die Folge jetzt noch aushalten. Das nehme ich jetzt einfach noch alles mit. So. Und dann ziehen wir uns diese super tollen Klamotten an. Das Wetter ist ja echt kacke, wa? Oh, wieder ein Tischbein. Die Tischbeine sind echt gut. Die machen richtig gut Damage. Was war das gerade? War das ein Ofen oder sowas? Kleiner Rucksack, kleiner Rucksack. Gitarrengriff. Schlafsack, sehr cool. So. Ich möchte gerne den Pullover anziehen. Oberkörper. Nein. Ach so, das kommt hier hin, ne? Hemd. So, dann hatten wir eine Piratenmütze und einen Panama-Hut. Die Frage ist jetzt, Panama-Hut hat einen Speed-Buff von 3,6. Der hier hat Armor-Rating. Okay, wir nehmen Armor. Wir nehmen auf jeden Fall Armor. Kopf. Kopfbedeckung, hier. So, haben wir ein bisschen mehr Defense. Das ist doch schon mal geil. Und ansonsten glaube nicht, dass der besser ist. Oh, doch, der ist besser. Nee, warte mal. Moment. 53,6. Brille muss auch noch rauf. Was kann die eigentlich? Hallo, kannst du da mal so hin? Wieso geht das nicht? Sonnenbrille. Hat auch leichte Defense. Also warum geht das nicht? Komm. Ah, jetzt geht's. Okay. War der besser? Nö. Okay, passt soweit. Ich nehme jetzt den. Wo ist er jetzt, der Rucksack? Ich habe ihn verloren. Oh mein Gott, das ist ganz grauenhaft hier. War es der jetzt? Nee. Wo ist denn jetzt der andere Rucksack hin? Der hier? Nein! Hallo? Hier oben. Das ist er. So, Leute! Wir sehen super aus. Das ist unsere neue Kluft, die wir hier haben. Wir sind super safe jetzt mit den Klamotten. Sehen super nice aus. Niemand wird uns töten. Nicht mal so ein Bär. So. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Ausstieg für diese dritte Folge. Und ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und freue mich auf die nächste Folge, die auf jeden Fall kommen wird. Also, macht's gut. Ciao.